Gewehrplay, Prison Architect und ich werde direkt in die Handlung reingeschmissen. Fricke, Baut, Flower, Stevenson, Boyer, Barry, alle in meinem Kerker. Und ein paar fleißige Blaumützen mit Wischmopp. Und da werden Toilettenbecken durch die Gegend getragen. Und ich habe noch überhaupt gar keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich habe das Spiel gerade erst gestartet. Ich lasse mich mal überraschen. Da kommt ein Gefängnisbus. Da kommt Fairbairn, Gordon, Sexton, Morton und so weiter. Büro von Vorarbeiter, Büro von Sicherheitschef. Was ist das? Die Müllabfuhr? Ah, verstehe. Das sind die Zellen. Das ist ein Priester. Aha. Prison Architect. Nomen est omen. So. Was muss ich hier machen? Oh. Jetzt bin ich weggescrollt. Der Geschäftsführer. Eingehender Anruf. Zum Fortfahren klicken. Oh, ist das ein nerviges Gebimmel. Heißt das wirklich Geschäftsführer in einem Gefängnis? Heißt das da nicht eher Direktor? Ah. Ein schwerer Weg. In diesem Gefängnis befindet sich ein Häftling, der eines Doppelmordes schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt wurde. Okay, also dieses Gefängnis steht schon mal nicht in Europa, zumindest nicht innerhalb der EU. Und da kommen wir ins Spiel. Wir haben den Auftrag erhalten, eine Hinrichtungskammer zu bauen. Oh, das geht ja ganz toll los. Die rechtzeitig für den großen Tag dieses Kerls fertig werden muss. Großen Tag dieses Kerls. Ah, ich bin gleich in so einer Art Tutorial, ohne irgendwas angeben zu müssen. Interessant. Hier soll die neue Anlage gebaut werden. Wie bei jedem Projekt müssen wir zuerst das Gebäude bauen, mit ausreichend Platz für einen Hinrichtungsraum und eine Verwahrungszelle. Legen wir los. Bauen Sie hier ein neues Gebäude. Wir brauchen auch einen Eingang für die neue Hinrichtungsanlage. Ach, ein Eingang in ein Gebäude. Ach, das wird doch völlig überbewertet. Bauen Sie eine große Gefängnistür in die Südwand ein. In die Südwand. Jail Door Large. Bauen Sie ein Gebäude für die Hinrichtungsanlage. Was habe ich denn hier? Fundament. Bauen Sie Gebäude oder reißen Sie sie ab, um Ihr Gefängnis zu gestalten. Was ist das? Objekte. Platzieren Sie nützliche Objekte in Ihrem Gefängnis. Offensichtlich soll ich hier erstmal ein Fundament bauen. Ah, da oben Aufgaben 0 von 2. Bauen Sie ein Gebäude für die Hinrichtungsanlage, bauen Sie... Okay, diese Gefängnistür. Ah. Ein Untermenü. Gebäude gemauert, Gebäudebeton. Nur im Außenbereich. Wie nur im Außenbereich? Planieren. Automatische Beleuchtungsplatzierung. Das ist an. Ist dies ausgewählt, werden nach Fertigstellung Ihrer neuen Gebäude automatisch über Lampen angebracht. Das ist gut. Ja. Gemauert oder Beton? Was ist jetzt das Richtige? Na, Mauern. Oh, das kostet 60 Dollar je Feld. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Da oben steht auch irgendwo was. 621.000. Und das kostet mich 4.080. Wieso blinkt jetzt Beton eigentlich? Oh, der nervt schon wieder. Lass mich doch mal bauen. Ja, was willst du? Ihre Arbeiter sind für den Bau von Gebäuden zuständig, das will ich hoffen. Sie holen Stahl und Beton aus dem Lagerraum, aus diesem Lagerraum und bringen ihn zur Baustelle. Ja, das sieht so aus. Mit diesen Rohmaterialien bauen Sie das Fundament und das Rahmenwerk für Ihr neues Gebäude. Dieser Bauabschnitt dauert am längsten, deshalb sollten Sie beim Bau von neuen Anlagen vorausplanen. Sehen Sie sich einmal um, während wir warten. Mit WASD oder den Pfeiltasten können Sie sich herumbewegen und mit dem Mausrad heran und heraus zoomen. So, die Jungs bauen da gerade. Also ich fange wirklich mit einer Hinrichtungsanlage an. Was ist denn das für ein Spiel? Ich lasse mich mal überraschen. Was ist das hier? Nichts. Sind das die Neuigkeiten? Das hier ist, was ist denn das? Das ist eine Tür. Und so allgemein? Ah. Häftling.
Adam Buckwell, 34, Zellenqualität Durchschnitt. Psychologe erforderlich, damit Bedürfnisse angezeigt werden. Der hat Bedürfnisse. Toilette, was? Drücken Sie Tab, was war das gerade? War da nicht gerade was an dieser Toilette? Warum eigentlich interessiere ich mich für die Toiletten gleich am Anfang? Keine Ahnung. Duschen gibt's auch. Das ist die Küche. Trägt Personalschlüssel. Boah. Worauf man hier alles achten muss. Oh. Bin ich ja fertig? Zugang benötigt. Ja, genau. Objekte. Große Gefängnistür. So. Fertig, oder? Oder nicht? Doch, glaub schon. Ja, da kommt einer, der trägt die große Gefängnistür. Was soll ich hier machen? Habe ich das schon oder nicht? Ah, jetzt hört's auf zu blinken. Und der Geschäftsführer meldet sich diesmal ohne nervige Klingelei. In dem Gebäude brauche ich eine Zelle und einen Hinrichtungsraum. Ja, du brauchst das. So siehst du schon aus, dass du das brauchst. Brickwall, Brickwall, Brickwall. War das jetzt verkehrt, dass ich die Außenmauern auch mit Ziegeln gebaut habe, statt mit Beton? Es war ja beides möglich. Teilen Sie den verfügbaren Platz auf, indem Sie Ziegelwände bauen. Ja. Das geht doch so, oder? Nee, das sind Fundamente nur. Hier. Dreck, Gehwegplatte, Ziegelwand. Ich mach mal stumpf, was man mir sagt. Das ist eigentlich gar nicht meine Art, aber im Moment bin ich noch ein bisschen überfordert. So. Wie geht denn das wieder zu? Hallo. Ah, so. Jetzt trägt er da so eine Wand, dieser Arbeiter. Aha. Habe ich eigentlich hier noch genug Zeug? Gefängnistür, Lampe, Gitter, Bücherregal, Mülleimer, Serviertisch, Baum, Bett und Lampe. In dem Lagerraum ist doch gar keine Ziegelwand. Bauen Sie Innenwände, mache ich doch. Stapel. Okay, die arbeiten da jetzt. Was ist das hier? Eine Telefonzelle. Das ist der Hof. Wache. Das Personal zieht es vor, sich in einem Personalraum auszuruhen. Trägt Gefängnisschlüssel und Schlagstock. Oh, was ist denn das da? Kommt ihr alle mit einem Mal? Jetzt setzen Sie große Gefängnistüren in die Trennwände ein. Sie können ein Objekt drehen, bevor Sie es platzieren, indem Sie entweder mit die mittlere Maustaste oder R drücken. Okay. Also, das kommt mir bekannt vor. Da gibt es irgendwo eine große Gefängnistür. So. Und, Moment. Das mit der Maus funktioniert nicht. Ich muss R drücken. Ja, jetzt baut er da auch die Innentüren ein. Wie die das wohl finden, was ich hier baue? Da ist Luther. Unterdurchschnittliche Zellenqualität. Smith. Was ist das für ein Dicker? Alex baut Flower. Das sieht gut aus. Jetzt müssen wir dem vorhandenen Platz Räume zuweisen. Ah, verstehe. Weisen Sie dem kleineren Bereich eine Zelle zu, in der der Verurteilte wohnen wird. Dann weisen Sie dem größeren Bereich den Hinrichtungsraum zu. Räume. Zelle? Ja, geh mal weg da. Was ist das da? Wie fehlgeschlagen? Mindestgröße 2x3. Bett und Toilette fehlgeschlagen. Okay. Für die neuen Räume müssen Voraussetzungen erfüllt werden, bevor sie in Betrieb genommen werden können.
Die Zelle braucht ein Bett und eine Toilette. Ja, das habe ich gerade schon gesehen. Der Hinrichtungsraum braucht einen elektrischen Stuhl. Ich kann hier tatsächlich einen elektrischen Stuhl bauen. Ich bin entsetzt. Und ein Bett. Dahin. Und eine Toilette. Dahin. Warum blinkst du hier noch? Wieso denn fehlgeschlagen? Baust doch einfach. In meinem Wunderlager habe ich doch fast alles. Wo allerdings der elektrische Stuhl herkommt, da frage ich mich. Der war vorher nicht da, ganz bestimmt nicht. Ich habe nachgeschaut im Lager, da war kein elektrischer Stuhl. Jetzt ist plötzlich einer da. Wie der wohl aussieht? Fehlgeschlagen. Ah, jetzt geht das komische Ausrufezeichen weg. Das ist ein elektrischer Stuhl, ganz genau. Bauen Sie eine Toilette. Was bist du für einer? Matt Baker, 57. Unbekannter Ruf. Drücken Sie Tab, um weg durchzuschalten. Aha. Das sind irgendwelche Wachmänner. Hier wird geduscht. Es bimmelt wieder. Was ist denn los? Bin ich fertig? Ach, jetzt ruft er schon wieder an. Boah, das ist ja dieses nervige Gebimmel. So, das Nötigste haben wir erledigt. Aber Sie könnten noch ein paar Verbesserungen vornehmen. Das bleibt allerdings Ihnen überlassen. Sie werden nicht zwingend benötigt. Wer, die Verbesserungen oder ich? Alles hängt davon ab, wie sehr Ihnen Ihre Häftlinge und deren Umgebung am Herzen liegen. Die Zelle könnte mit einem Außenfenster und einem kleinen Bücherregal aufgewertet werden. Und außerdem würde die Anlage mit einem hochwertigeren Bodenbelag schöner aussehen. Hinrichtungsraum mit hochwertigem Bodenbelag schöner aussehen. Wie wäre es mit Parkett oder Mosaikfliesen? Tickst du noch ganz richtig? Mosaik im Hinrichtungsraum. Im Außenbereich könnten Sie Beleuchtung anbringen und einen gepflasterten Weg bauen, wenn Sie möchten. Damit es umso schöner ist, wenn man da reingeführt wird. Was ist da? Die letzte Ölung? Das ist der Mann, Edward Rumsey. Ach, der da. Ehemaliger Lehrer, kaum zu glauben. Es liegt nicht an uns zu entscheiden, ob er diese Strafe tatsächlich verdient hat. Das Gesetz hat diese Entscheidung gefällt. Unsere Aufgabe ist einzig und allein, unsere Arbeit zu erledigen. Wenn Sie zufrieden sind, ist die Anlage einsatzbereit und Sie können den Häftling in seine neue Zelle überführen. Klicken Sie einfach ein Polaroid in seiner Zelle an. Was klicke ich an? Klicken Sie einfach ein Polaroid in seiner Zelle an, um mit der Überführung zu beginnen. Was? Was ist denn ein Polaroid in seiner Zelle? Ah, ein Polaroid in seiner Zelle. Das war gerade noch nicht da. Das ist quasi wirklich hier die letzte Ölung, die der bekommt. Oh, naja, aber an einer Stelle hatte er recht, der gute Gefängnisdirektor. Es ist nicht die Aufgabe des Gefängnisarchitekten, zu entscheiden, ob eine Strafe, die einer hier bekommen hat, jetzt angemessen ist oder nicht. Dafür sind die Gerichte zuständig. Objekte platzieren Sie nützliche Objekte in Ihrem Gefängnis. Mache ich es dem noch ein bisschen schön oder nicht? Ein Fenster gibt's nicht. Materialien, Gehwegplatten. Gehgeschwindigkeit schnell nur im Außenbereich. Und wohin soll das führen? Wie sieht das überhaupt aus? Es ist doch nur sinnvoll, wenn das auch hier irgendwie irgendwo hinführt, oder? Da wäre jetzt ein Weg bis zum Lagerraum. Und jetzt kann ich hier, da ist doch die Tür von diesem Gefängnistrakt. So. Das war wieder teuer. Ist es jetzt gerade Nacht? Ah, es ist gerade Nacht. Sieh mal einer an.
Ein bisschen schummrig ist es ja schon. Lampen? Also hier sollte eine Lampe hin. Da. Da. Würde ich mal sagen. Habe ich vorhin nicht irgendwo gesehen, dass hier angeblich automatisch Lampen gesetzt werden? Offenbar nicht. Ja, hier muss noch eine hin. Und hier ist auch ein bisschen dunkel. So. Was ist das hier? Das ist auch eine Lampe. Habe ich jetzt da... Habe ich diese Lampen jetzt außer Gefecht gesetzt, weil ich da Gehwegplatten drüber gebaut habe? Moment. Objekt abreißen, Lampe. Geht das? Lampe abreißen. Ja. Und die da bitte auch. Dafür gibt's da eine Lampe. Und da. So. Was ist das hier? Das ist die Lampe, die abgebaut wurde. Ah, die wird dann wieder ins Lager geschafft. Wer ist das hier eigentlich? Ein Hausmeister. Jetzt sind die Lampen alle in Betrieb, glaube ich. Trotzdem relativ duster. Also diese Lampen machen ja nicht viel Licht rundherum. Und ich wundere mich, dass hier nachts so viele Wärter und Wachen über den Hof patrouillieren. Haben die nichts zu tun? So. Ein Fenster bekommt er nicht, habe ich entschieden. Das blinkt immer noch. Optional bauen Sie einen hochwertigeren Bodenbelag ein. Wo ist denn der Bodenbelag? Breites Sofa, Hantelbank. Radio. Billardtisch, Fernseher. Wo ist hier der Bodenbelag? Materialien wahrscheinlich. Ah. Parkett. Ne, also Parkett finde ich komisch. Stein. Nur im Außenbereich. Nur im Innenbereich. Betonboden. Keramikfliesen. Mosaikfliesen. Wie sieht denn das aus? Macht ihr da was? Tatsächlich, die arbeiten auch nachts sehr gut. Bauen Sie ein Bücherregal in die Zelle ein. Das müsste bei Objekte sein, schätze ich mal. Wenn ich es denn finde. Billardtisch, Telefonzelle, breites Sofa. Bücherregal. Ah. Gibt's das? Nee, es gibt's nicht. Also das gibt's garantiert. Ich muss es nur noch finden. Ah. Verstehe. Einen Altar kann ich auch bauen, einen Getränkeautomaten, einen Sortiertisch, eine Leichenbahre. So Freunde, hier muss doch irgendwo ein Bücherregal sein. Bin ich blind? Ach hier, es blinkt. Ist es ja gar nicht zu übersehen. Das kommt dahin. Und die Bodenplatten sind auch schon quasi verlegt. So, dann mache ich das wieder zu. Wie 80%? Muss ich denn etwa auch noch den Bodenbelag unter der Tür machen? Ah, offenbar muss ich das so machen. Na gut. Bauen Sie ein Bücherregal in die Zelle ein, habe ich gemacht, habe ich beauftragt. Bauen Sie Fenster in die Zelle ein, nee, das mache ich nicht. Der soll nicht mehr nach draußen gucken, wenn er einmal da drin ist. Ist vielleicht besser so. Und jetzt kommt der Fliesenleger. Und sobald das alles fertig ist, dann klicke ich auf das Polaroid-Bild.
Und dann geht er weg. Ich höre Wasser fließen. Warum? Weil die auf dem Klo sind oder was? Der ist gerade auf dem Klo. Der strölt da gerade rein. Und der auch. Uiuiuiui. Nee, das gucke ich mir nicht an. Es bimmelt. Wo zum Geier fehlt denn jetzt noch hochwertigerer Bodenbelag? Das verstehe ich nicht. 94%. Sehr seltsam. Ja, dann ignoriere ich das mal. Ich weiß nicht, was der von mir will. Bücherregal ist da. Und jetzt hier, komm. Der Sicherheitschef, eingehender Anruf. Was passiert jetzt? Irgendwas Schlimmes? Weinen Sie diesem Kerl keine Träne nach. Er ist ein eiskalter Mörder und voll schuldfähig. Er hat sogar gestanden. Möchten Sie seine Version vom Tathergang mal hören? Ziemlich heftiges Zeug. Es war etwa 23 Uhr. Die Straßenlaternen waren schon an. Ich wusste, dass sie zu Hause war. Jetzt geht der dahin. In ein Haus. Und? Was dann? Was machen die denn da? Fellatio? Ach nee. Ich wusste doch, dass ich euch beide hier erwische. Edward, ich nicht. Tu das nicht. Was hast du vor? Wie brutal. Was ist denn das für ein Spiel hier? Überspringen? Wie überspringen? Ach nee, es geht weiter. Was macht denn der jetzt? Interessant, wie dieser Arm hier da liegt. Rein zufällig. Ja, jetzt guckst du. Der war halt ein bisschen muskulöser als du, Edward. Statt die beiden abzuknallen, hättest du auch einfach in den Fitnessclub gehen können. Eindeutiger Fall, wenn sie mich fragen, verdient jedes Volt, das er bekommt. Der Priester sagt, jeder Mensch verdient Vergebung, auch er. Sind Sie sich Ihrer selbst so sicher, dass Sie solch ein endgültiges Urteil vollstrecken können? Ja, mein Guter, das ist doch eine Anweisung, das suche ich mir doch nicht aus. Wenn der zum Tode verurteilt ist, dann muss das durchgeführt werden. Seine Frau mit einem anderen Mann zu erwischen, ist keine Entschuldigung für das, was er getan hat. Tja, mein Lieber, dich möchte ich mal in der gleichen Situation sehen. Und er hatte eine geladene Waffe dabei, weil er wusste, dass er die beiden zusammen vorfinden würde. Das ist gleich doppelt geplanter Mord, das ist allerdings richtig. Er hat nach bestem Wissen und Gewissen mit den Behörden kooperiert. Dieser Staat statuiert ein Exempel an ihm. Ja, lieber Priester, der Staat tut das. Dann beschwer dich bei den Gerichten, aber nicht bei mir. Hätte er sein Verbrechen 100 Meilen weiter nördlich begangen, hätte er eine lebenslange Haftstrafe vor sich. Soll das etwa Gerechtigkeit sein? Boah, fundamental Diskussionen hier. Möchten Sie einen Kerl wie den etwa auf freiem Fuß sehen? Ich schlafe besser, wenn ich weiß, dass er tot ist. Warum diskutiert ihr jetzt? Habe ich etwa die Wahl, das nicht zu tun oder was? Oh. Gute Arbeit bis jetzt. Es gibt da allerdings ein Problem. Der Hinrichtungsraum funktioniert doch nicht richtig, weil er keinen Stromanschluss hat. Ach, wir müssen ihn an die Stromversorgung anschließen. Ah, die Stromversorgung. Im Moment haben wir das Gefängnis in der Versorgungsansicht geöffnet, in der wir die gesamte Verkabelung angezeigt bekommen.
Jedes Gefängnisgebäude ist über diese dicken unterirdischen Stromkabel an das Stromnetz angeschlossen. Der Strom stammt aus dieser Transformatorenstation, die ihren Strom aus dem nationalen Netzwerk bezieht. Ja? Was heißt das für mich? Wie Sie sehen, ist dieser gesamte Zellentrakt ohne Strom. Alle Lampen sind aus. Um das Problem zu beheben, müssen wir zuerst in den Versorgungsmodus wechseln, damit wir sehen können, warum diese Lampen keinen Strom bekommen. Die nächsten Stromkabel sind zu weit entfernt. Unsere Ingenieure können diesen Bereich nicht verkabeln. Aha. Bauen Sie Stromkabel in der Nähe, um diesen Gefängnistrakt anzuschließen. Versorgung. Aha, Versorgungsmodus. Stromkabel. Soll ich jetzt einfach hier ein Kabel verlegen oder was? Dann kann ich ja auch gleich hier runter und dann da rein, oder? Das ist doch die naheliegende Lösung. Was machen die jetzt? Jetzt müssen die eigentlich alles aufbuddeln. Cashflow. Ich bekomme ab und zu Geld gutgeschrieben. Und jetzt kommen die Typen da mit dem Stromkabel. Das dauert eine Weile offensichtlich. Schließen Sie die Räume an die Stromversorgung an. Ja, das ist genau das, was ich gerade mache. Interessant. Hier gibt es einen ganz dünnen. Andrew Boyer, 42. Ein Tag ohne Vorfall. Das ist der Dicke wieder, den habe ich vorhin schon mal gesehen. Und hier werden fleißig Stromkabel verlegt. So. Das Spiel scheint relativ komplex zu sein, wenn man alles berücksichtigen muss. Noch bin ich hier ja im Sandkasten-Modus. Und? Geht's voran? Da gibt's noch ein paar Lücken im Stromnetz. Aber es geht voran. Noch zwei Lücken und dann habe ich's. Drei Lücken noch bis zum elektrischen Stuhl. Jetzt noch zwei. Was ist das hier? Ah, Telefonzellen. Netzschalter gibt's auch. Absperrventile. Großes Rohr und kleines Rohr. Kommt, jetzt baut mal diese Leitung fertig. Einmal noch, jawohl. Die haben schon mal hier ein bisschen Strom. Ne, haben sie nicht. Da fließt ja noch nichts weiter. So. Ah, sehr gut. Oh, der nervt. Nicht nur die Lampen brauchen Strom, ihr neuer elektrischer Stuhl auch. Ja, drum heißt er ja auch so. Schließen Sie über die Stromkabel die Hinrichtungsanlage an das Stromnetz an. Habe ich doch schon längst gemacht. Was willst denn du von mir? Der elektrische Stuhl ist ein besonderes elektrisches Objekt. Er benötigt eine eigene Stromzufuhr. Das sagst du mir jetzt? Sie müssen ihn direkt an die Hauptkabel anschließen. Habe ich gemacht. Oh. Wir sind fast fertig, glaube ich. Du bist ja gar nicht sicher. Oh, toll. Wir sollten den neuen Hinrichtungsraum aber zumindest einmal testen, bevor wir ihn in Betrieb nehmen. Meldest du dich freiwillig? Ich werde den Strom für ein paar Sekunden einschalten, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Aha. Das hat nicht geklappt. Wir haben zu viel Strom gezogen und uns ist eine Sicherung im Elektrizitätswerk rausgeflogen. Das ganze Gefängnis liegt im Dunkeln. Das hast du ja ganz toll gemacht.
Wir brauchen mehr Saft, um die Spannungsspitze regulieren zu können, die der elektrische Stuhl erzeugt. First we need to turn the power back on. Dazu müssen wir zuerst den Strom wieder einschalten. Dazu sind zwei Schritte nötig. Schalten Sie das Elektrizitätswerk wieder ein, indem Sie es anklicken und im angezeigten Menü Einschalten auswählen. Bauen Sie dann drei zusätzliche Kondensatoren, damit wir über ausreichend Leistungskapazität verfügen, um den elektrischen Stuhl zu betreiben. Danach testen Sie den elektrischen Stuhl noch einmal, indem Sie ihn im Menü anklicken und Einschalten wählen. Also ich brauche, also hier erstmal wieder einschalten. Versorgung. Kondensator. Baut mal schön. So. Das hier ist das Hauptgefängnistor offensichtlich. Dass hier keiner ausbricht. Wie geht's eigentlich diesem Typen da? Der Priester ist immer noch bei ihm. Und Handschellen hat er auch immer noch an. So, Freunde, wo ist jetzt hier der Kondensator? Oh, das ist die Mensa. Nein, die Kantine. Tablett schmutzig. Wir räumten das da mal weg. Was ist das hier? Zutaten gekocht, mal eins. Aha. Was ist das? Ah, Müll. Der erste Kondensator ist da, der zweite und der dritte kommen gerade. Jetzt bin ich gespannt. Was passiert jetzt mit diesem roten Balken hier? Nicht wirklich viel. So, jetzt gehen die alle raus. Mittagszeit ist vorbei. Und was mache ich? Ich soll dieses Ding hier testen. Einschalten. Oh. Dieses Klingeln. Das Schlimmste im ganzen Spiel bisher, dass es hier klingelt. Sehr gut. Ich glaube, jetzt sind wir fertig. Du mit deinem Glauben immer. Alles, was jetzt passiert, haben wir nicht mehr in der Hand. Wir haben unsere Aufgaben professionell erledigt und darauf kommt es in unserem Geschäft an. Denken Sie nicht zu viel darüber nach, was jetzt geschieht. Das ist eine Jesus-Statue da. Ein Kruzifix, was auch immer. Ah, das ist der Typ, nachdem er Mord begangen hat. Er läuft in die Kirche. Warum? Wie kann ich dir helfen, mein Sohn? Suchst du nach Vergebung? Ich weiß nicht. Ich muss irgendetwas unternehmen. Ich kann mit meinen Taten nicht weiterleben. Du musst dich stellen. Was immer du auch getan hast, du wirst dafür die Konsequenzen tragen müssen. Du kannst dir erst wieder ins Gesicht sehen, wenn du dich deiner Vergangenheit gestellt hast. Ich will das alles ungeschehen machen. Ich will ihr vergeben. Ich will, dass sie mir vergibt. Gott wird dir vergeben, mein Sohn. Was immer du auch getan hast. Du musst ihn nur darum bitten. Aber du musst dich für deine Taten der Gerechtigkeit stellen. Es gibt keinen anderen Weg. Es ist soweit, Edward. Du hast das Richtige getan, auch wenn dir diese Welt nicht vergeben will. Bald wirst du bei Gott sein und er wird das letzte Urteil über dich sprechen.
Wie gruselig. Und nun? Tja. Wollt ihr ihm nicht mal die Handschellen abnehmen, so langsam mal? Nee, die behält er an. So, und jetzt? Muss ich irgendwas machen? Oh. Edward Rumsey. Sie wurden des zweifachen Mordes ersten Grades für schuldig befunden. Dafür werden Sie mit dem Tode bestraft. Haben Sie noch ein paar letzte Worte für uns? Susan, es tut mir leid. Wie grausam. Naja, immerhin das haben sie ausgeblendet. Und damit ist das erste Kapitel von Prison Architect zu Ende und auch erstmal dieses Gewehrplay. Wenn ihr wollt, dass ich weiterspiele, dass ich die nächsten Kapitel in Angriff nehme, dann schreibt es mir in die Kommentare, gebt dem Video hier Likes, schreibt mir Nachrichten oder macht euch auf andere Art und Weise bemerkbar. Bis dahin ist hier erstmal Schluss, schwupp und weg.